Genau, also unser heutiges Thema ist Tracking im Netz. Und das ist ja ein sehr, sehr breites Thema. Und deswegen habe ich mich ein bisschen eingeschränkt und habe mir gedacht, so, es ist erstmal wichtig, die Basics kennenzulernen. Und was bedeuten die Basics? Also bei den Basics, es gibt ja, ne, wir haben ja unendlich viele Internetgeräte mittlerweile. Man nennt das ja auch Internet of Things, irgendwie von der Waschmaschine bis zum Smartphone, bis zu der Glühbirne, ist mittlerweile alles connected. Und deswegen können, also umso mehr Geräte man hat, umso mehr kann man auch getrackt werden. So ist die Faustregel zumindest. Aber ich will mich erstmal auf die Basics konzentrieren und deswegen beschäftigen wir uns heute nur damit, wie man am Computer getrackt wird. Weil da einfach das einfachste Verständnis dafür ist. Genau, deswegen nur am Computer. Und hier habe ich mir die drei größten Bereiche ausgesucht, beziehungsweise eigentlich fast schon die drei einzigen Bereiche meiner Meinung nach, aber klärt mich da gerne auf, falls ich da falsch liege. Und zwar ist es einmal das Tracking durch die IP-Adresse, das Tracking durch Cookies, das hatten wir ja schon vorhin angesprochen, die nervigen Cookie-Banner, die wir immer wegklicken müssen. Und dann das Tracking durch das sogenannte Browser-Fingerprinting, das ist so die modernste Form des Trackings. Und auf diesen drei Technologien, also das bezieht sich alles auf verschiedene Technologien, auf diesen Technologien basieren eigentlich auch die meisten Tracking-Methoden, die von Google, Amazon, Facebook und den ganzen Werbenetzwerken und Co. Angewendet werden. Und genau, deswegen schauen wir uns mal so an, was steckt eigentlich dahinter, weil man hat ja schon viele von solchen Buzzwords gehört. Und jeweils dann in diesem Kapitel, erstmal geht es um die Technologie an sich und dann im Anschluss, wie wehrt man sich dagegen? Und da habe ich auch ein paar Praxisbeispiele dazu, wo wir uns einfach mal an meinem Computer anschauen, wie ich das mache, wie sich das dann darauf auswirkt. Genau. Das Tracking durch die IP-Adresse. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Also die IP-Adresse kennen sicherlich die meisten von Ihnen. Jeder Computer, jedes internetfähige Gerät muss eine IP-Adresse haben. Genauer gesagt hat eigentlich wird von unserem Internetanbieter, also ich habe zum Beispiel Vodafone. Vodafone weist meinem Router hier eine IP-Adresse zu. Und so hat jedes Netzwerk hat sozusagen seine eigene IP-Adresse. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Telefonnummer. Also jedes Gerät braucht eine IP-Adresse, weil anders könnte das Internet gar nicht funktionieren. Also das gleiche Prinzip darauf basieren auch Webseiten. Wenn ich eine Webseite eingebe, dann wird dieser Name von der Domain, wird dann zum Beispiel privacytutor.de, wird dann übersetzt in eine IP-Adresse. Und genauso ist es auch, wenn ich im Internet kommuniziere. Es basiert alles auf IP-Adressen, auch wenn wir Nutzer diese IP-Adressen eigentlich gar nicht sehen. Und man kann auch mal nachchecken, was seine eigene IP-Adresse ist. Ich mache das jetzt auch mal einfach mal und eigentlich aus Privatsphäregründen ist es ungut, sowas, seine eigene IP-Adresse weiterzugeben. Ich sage aber auch gleich was dazu, wie man seine eigene IP-Adresse verbergen kann. Deswegen habe ich auch kein so schlechtes Gewissen, euch meine IP-Adresse zu zeigen. Und außerdem ändert sich die IP-Adresse auch alle, ändert sich die eigene IP-Adresse alle paar Tage. Da können wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also Genau, hier, vielleicht es gibt. noch zur Übersetzung halt IP für Internetprotokoll. Genau, Das ja. war halt wirklich aus den Anfängen des Internets, wo man erstmal gucken musste, halt, wie kann sich der eine Rechner überhaupt mit dem anderen verbinden. Genau, ja. Ja. Und genau, es gibt Seiten wie ist meine IP.de. Und wenn ich hier drauf gehe, ja, dann kommen wieder die Cookies. dann wird hier oben die IP-Adresse angezeigt. In dem Fall mittlerweile gibt es sogar zwei IP-Adressen. Es gibt einmal die ältere Version, die nennt man auch IP-Version 4. Das ist die man klassischerweise kennt. Und das ist jetzt meine IPv6-IP-Adresse. Und genau, ist einfach mal ganz interessant, um die zum einen zu sehen, auch wenn ich damit jetzt nicht so viel anfangen kann, außer wenn ich euch später einen Tipp zeige, wie man die verbergen kann. Und genau, ich kann das sehen. Nun, die IP-Adresse, ja? Entschuldige, hier gibt es nochmal eine Nachfrage. Bezieht sich diese Adresse auf den PC oder auf den Router, diese IP-Adresse? Diese öffentliche IP-Adresse, die wir jetzt auf solchen Webseiten sehen oder mit denen man auch getrackt werden kann, die bezieht sich tatsächlich auf den Router. Also jeder Router, jedes Netzwerk bekommt von seinem Internetanbieter eine IP-Adresse zugewiesen und dieser Router
weist dann wiederum in seinem eigenen Netzwerk, also in meinem Heimnetzwerk, weist der mir wiederum eine andere IP-Adresse zu. Aber diese IP-Adresse, die hat nichts mit der IP-Adresse zu tun, die nach außen freigegeben wird. Also das heißt, nach außen gesehen habe ich die gleiche IP-Adresse wie zum Beispiel meine Freundin, die hier im gleichen Netzwerk unterwegs ist. Also wenn ich das mal übersetze als in Telefondeutsch, man hat eine Telefonnummer und der wird man erreicht, das ist die IP-Adresse. Aber man kann natürlich auch eine Telefonanlage haben und kann dann innerhalb des Hauses oder der Firma halt auch noch andere Nummern vergeben. Das sind dann quasi die internen Telefonnummern. Aber die Nummer halt, mit der man raustelefoniert und mit der man angerufen werden kann, das wäre dann diese IP-Adresse. Ja. Oh. Genau. Sind sonst noch Fragen zum Thema IP-Adresse oder zur Funktionsweise? Im Moment noch nicht. Okay. Ansonsten gehe ich jetzt weiter zu der Frage, wie wehrt man sich durch das Tracking mit einer IP-Adresse? Wie wehrt ihr euch, wie wehren Sie sich dagegen? Was ist die digitale Selbstverteidigung? Das Bild. Genau. Und der erste Ansatz ist, dass wir einen VPN benutzen. VPN, da hatten wir letztens auch eine Sprechstunde dazu, vor ein, zwei Monaten ist es, glaube ich, her. VPN ist erstmal eine Technologie und die Technologie bedeutet, dass, ich komme hier runter, Technologie bedeutet, dass normalerweise ohne VPN greife ich sozusagen auf das Internet zu, ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, mein Router kommuniziert über meinen Internetanbieter mit einer bestimmten Webseite, mit Facebook oder so. Und wenn ich jetzt ein VPN einschalte, dann wird zwischen mich und das Internet, also zwischen mich und Facebook beispielsweise, wird ein VPN-Server geschaltet und mein Internet-Traffic wird darüber umgeleitet. Also das ist so ganz grob gesagt die Funktionsweise von VPN. Also VPN steht für ein virtuelles, privates Netzwerk. Und VPN ist erstmal nur eine Technologie, die wird oft im Firmenkontext eingesetzt, aber man kann diese Technologie eben auch zum Schutz seiner eigenen Privatsphäre einsetzen. Und hier gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Anbieter. Manche machen das auch gut, manche machen das weniger gut. Und um jetzt hier einfach mal zwei zu nennen, weil letztes Mal war da die Nachfrage groß, welche Anbieter kann man da empfehlen? Ich selbst benutze ExpressVPN. Und einen anderen Anbieter, den ich auch empfehlen kann, ist ProtonVPN. Der schneidet gerade, was das Thema Privatsphäre angeht, sogar noch ein bisschen besser ab aus meiner Sicht. Der Anbieter hat seinen Sitz in der Schweiz. Und da kommen wir auch schon zu den einzelnen Vor- und Nachteilen, denn man zahlt für so einen Anbieter auch Geld. Also für einen kostenlosen VPNs würde ich in der Regel abraten, weil man solchen Anbietern ein hohes Vertrauen entgegenbringen muss. Also deswegen sage ich, für ein VPN sollte man in der Regel Geld ausgeben. Und ein weiterer Nachteil ist eben, dass man so einem VPN-Anbieter vertraut. Also man schiebt sozusagen das Vertrauen von dem Internetanbieter. Also der Internetanbieter sieht nur noch einen verschlüsselten Tunnel sozusagen, aber dafür verschiebt man das Vertrauen nur zu einem zentralen Anbieter, also zu dem VPN-Anbieter. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man diesem Anbieter auch vertrauen muss. Und aus dem Grund empfehle ich auch keine kostenlosen VPN-Anbieter, weil eben das weil solche Anbieter schnell dazu verführt sind, dass sie sagen, ja, wir verdienen eh kein Geld mit unseren Nutzern, weil die uns nichts bezahlen, also benutzen wir der ihre Daten und verkaufen die oder machen sonst was mit denen, weil das sind ja sehr, sehr wertvolle Daten, die da durchgehen. Vielleicht, wir müssen, glaube ich, Alex, nochmal einen kleinen Schritt zurücktreten. Okay. Halt, hier ist nochmal die Frage, ob die IP-Adresse in öffentlichen Netzwerken gespeichert wird. Also wer hat ein Verzeichnis dieser IP-Adresse? Wer hat quasi meine IP-Adresse? Es gibt sowas wie ein Telefonbuch, wo man das als Werbetreibender nachschlagen könnte? Das nicht direkt. Also es gibt keine öffentlich zugängliche Webseite, wo ich jetzt einfach sagen kann, hey, was ist die IP-Adresse vom Karl Müller oder so. Aber die IP-Adresse, also jede Verbindung, die im Internet stattfindet, findet mit einer IP-Adresse statt. Also ansonsten würde das Internet nicht funktionieren. Also auf konkret bedeutet das, wenn Sie eine Webseite besuchen, dann sieht diese Webseite Ihre IP-Adresse, weil die Webseite muss ja Daten irgendwo hinschicken, also die ganzen Bilder und die Texte, die auf der Webseite stehen. Und diese Bilder und Texte kann diese Webseite nur schicken, wenn sie Ihre IP-Adresse kennt. Weil das Gleiche auch hier mit unserem Videocall, mit unserem Webinar, die Plattform, unsere Plattform ClickMeeting kann nur mit Ihnen kommunizieren, kann Ihnen nur dieses Video hier weitergeben, wenn Sie Ihre IP-Adresse kennt.
Genau. Also insofern ist es dann, ist die IP-Adresse dann für die Beteiligten, ist sie dann quasi öffentlich. Also die wird dann zugeordnet. Insofern, ich glaube, das hat sogar, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Gericht war oder eine Datenschutzbehörde, hat die IP-Adresse zu den persönlichen Daten gezählt, wie Ja. Telefonnummern auch oder Adressen. Weil wenn man dann noch, sage ich mal, einen Namen bekommt halt, dann kann man das zuordnen, wie auch, genau. Also Telefonnummer, nochmal zu erklären, ist nur ein Vergleich gewesen. Telefonnetze funktionieren anders als Internetnetze. Aber es ist einfach der Vergleich gewesen aus der Telefonwelt. Da kann man halt auch jemanden erreichen über seine Telefonnummer. Und wenn man dann Ja. noch einen Namen hat, natürlich, dann kann man das zuordnen, ist ein persönliches Datum sozusagen. Und die IP-Adresse auch ist quasi die Adresse, mit der man gerade im Moment halt im Internet unterwegs ist und andere Rechner einen erreichen können. Ja, genau. Und also wenn wir nochmal zurückkommen zu einem VPN, also wie gesagt, die beiden Nachteile von einem VPN sind eben einmal, dass sie in der Regel kostenpflichtig sind, außerdem, dass man ihnen vertrauen muss. Und die Vorteile sind ganz einfach, dass sie sehr simpel sind. Also hier rechts habe ich in meinem Screenshot von ExpressVPN gemacht. Hier muss man einfach nur, also die meisten stellen sich da drunter vor, man muss irgendwie programmieren können, man muss sich irgendwo einhacken können. Und bei einem VPN muss man wirklich nur auf einen Knopf drücken, auf einen Button drücken und schon wird man mit einem Server verbunden. Und außerdem ist die Performance deutlich besser im Vergleich zu unserem, im Vergleich zu unserem, im Vergleich zu unseren, zu unserer nächsten Variante. Denn neben VPNs gibt es auch eine Alternative und zwar das Tor-Netzwerk. Tor-Netzwerk ist auch wieder, um nicht zu technisch zu werden, das Tor-Netzwerk funktioniert ein bisschen anders im Vergleich zum VPN-Netzwerk, weil man muss hier keiner zentralen Entität vertrauen. Also ich habe nicht einen zentralen Anbieter, der einen zentralen Server hat, sondern es ist ein großes Netzwerk, ein Netzwerk, an dem jeder teilnehmen kann. Und mein Internetverkehr wird dann, das sieht man hier in der Grafik ganz schön, wird über, das sind solche sogenannte Knoten, also Nodes auf Englisch, und er wird über verschiedene Knoten umgeleitet, über den ersten Knoten, dann zum zweiten Knoten. Es können auch drei, vier, fünf Knoten sein. Und wird er am Exit-Node, am Exit-Knoten, wird der Traffic dann wieder, geht dann sozusagen wieder ins ClearNet, nennt man das. Also hier greife ich dann sozusagen auf die Webseite zu. Also wenn wir jetzt wieder vom Beispiel Facebook reden, dann gebe ich hier ein, ich will Facebook benutzen und dann komme ich hier durch mehrere Knoten. Also diese Knoten sind sozusagen Server, durch die der Traffic umgeleitet wird und komme am Ende wieder raus. Genau. Alex, danke. Lass gerne das Bild noch mal ein bisschen stehen. Es gibt immer noch ein paar Nachfragen zu dem Verständnis halt bei IP-Adressen. Ja. So, fangen wir noch mal ganz, ganz, gehen wir noch einen ganz einen Schritt zurück halt. Die IP-Adresse, ich gehe ja mit meinem Computer nicht direkt ins Internet, sondern ich habe ja einen Provider. So, also bei mir ist es 1&1 und dieser Provider vergibt diese Adresse. Du hast auch Ja. gesagt, die Adresse wechselt auch schon mal hier. Fragt jemand im Chat, bei ihm wechselt die Adresse täglich. Du hast gesagt, manchmal wöchentlich, aber der Provider, also bei mir 1&1, vergibt mir meine IP-Adresse. So. Genau. Und damit bewege ich mich dann halt im Internet. Und Internet heißt ja, es sind mehrere Computer miteinander vernetzt. Das ist deswegen ein klasse Bild. Und es kann dann auch sehr gut sein halt, dass ich nicht direkt auf eine Internetseite komme, sondern auch wieder bei einem anderen Diensteanbieter halt erstmal lande und der gibt dann die Daten weiter halt von der meiner Zieladresse. Also insofern halt sind da auch noch mehrere Rechner zwischengeschaltet. Das ist also nicht so Ja. wie beim allerersten Internet, wo dann wirklich zwei Computer sich nur über Telefon direkt verbunden haben, aber die Genau. auch ihre Nummer kennen. Ansonsten hätte der eine Computer in den USA nicht den anderen Computer anrufen können. Und das Ja. Internet heutzutage ist halt so komplex geworden, deswegen kam auch eine Nachfrage halt. Inzwischen gibt es ja bei den IP-Adressen den Sechser-Standard, der ist eingeführt worden, weil es einfach nicht mehr genügend Adressen gab. Also der aktuelle, was du eben gezeigt hast, der IP4 ist der alte Standard, das ist ein begrenzter Adressraum gewesen. Und IP6 ist der neue Standard, das sind dann, ist ein größerer Raum, das sah man bei dir eben auch. Das sind, glaube ich weiß nicht, wie viel Zeichen noch dazugekommen, damit man halt auch noch mehr Geräte ins Internet bringen kann. Aber die Adresse von deinem Rechner, mit dem du reingehst, oder deinem Router, wird von deinem Provider vergeben und die kann wechseln. Und jetzt kommt die Frage, das passte ganz gut zu VPN. Ja.
Wenn man aber so einen Tunnel aufbauen möchte oder regelmäßig aufbauen möchte, dann braucht man eine feste Adresse. Und die kann man kaufen, kam ja auch schon im Chat zu sprechen, halt zum Beispiel, wenn man zu Hause einen Router hat, mit dem man selber einen VPN-Tunnel aufbaut, also die Fritzbox bietet das zum Beispiel an, damit man dann von unterwegs halt auf seine eigenen Router zugreifen kann, braucht er natürlich eine feststehende Adresse. Das ist dann aber auch eine Adresse, die man kaufen kann oder muss. Also insofern die normale IP-Adresse, die wechselt regelmäßig, je nach Provider. Wenn man eine feste haben möchte, muss man die nochmal käuflich einrichten halt und dann hat dann der eigene Router eine feste Adresse, ist da dann aber auch zu erreichen über das Internet. Das ist immer Genau, ja. ein Faktor für, sage ich mal, für Angriffe. Das Thema hatten wir in unserer Sprechstunde, dann sollte man sich schon ein bisschen auskennen, halt, wie man dann seinen Router auch schützen und abschirmen kann, weil wenn die Adresse fest ist, kann ich natürlich als Angreifer regelmäßig probieren, mal zu gucken, ob ich reinkomme. Ja, gerade wenn es eine gezielte Attacke ist, man weiß dann genau, welchem Individuum gehört welche IP-Adresse. Und ein anderer, also das ist der eine Grund, warum man immer eine neue IP-Adresse bekommt, so alle 2 bis 5, 6, 7 Tage. Und ein anderer Grund ist auch, dass die Internetanbieter haben eine begrenzte Anzahl von IP-Adressen. Und wenn sie die IP-Adressen jetzt immer neu vergeben, dann brauchen sie weniger IP-Adressen, als sie eigentlich Kunde haben. Weil jetzt durch Corona ist fast jeder irgendwie immer online, aber trotzdem ist nicht jeder immer online und deswegen, das erlaubt es den Internetanbietern, dass sie eben weniger IP-Adressen haben können als Kunden, weil sie sind diese IP-Adressen immer wieder neu vergeben. Aber das heißt nicht, dass man dadurch mehr anonym ist, weil man könnte ja denken, so, ah, okay, dann bin ich nur alle 1, 2 Tage trackbar. Man ist nach außen vielleicht weniger trackbar dadurch, aber die Internetanbieter speichern sozusagen sehr, sehr lange, wann sie welchem Kunden eine bestimmte IP-Adresse zugeordnet haben. Und so konnten zum Beispiel dann auch Torrenting-Fälle aufgeklärt werden, also wo Leute über Tauschbörsen illegal Filme oder sowas geteilt haben. Genau darüber konnte das aufgeklärt werden, weil die konnten dann genau sagen, hey, vor einem Monat hat die und die IP-Adresse einen Film illegal hochgeladen. Und dann konnte der Internetanbieter 1 und 1 konnte dann sagen, ah, okay, vor einem Monat gehörte die IP-Adresse genau der Person, also schick denen doch mal einen Brief. Genau, das machst du ein bisschen als Hintergrund zur IP-Adresse. Und genau, wie du schon gesagt hast, also das Netz, also eine Verbindung, wenn ich eine Verbindung zum Internet aufbaue, dann ist es nicht ganz so einfach wie hier beschrieben. Also ich bin nicht einfach hier und kommuniziere mit dem Internet, sondern eigentlich wird jetzt von meinem Computer wird ein Datenpaket losgeschickt, wenn ich eine Internetseite aufrufen will. Dann geht es über meinen Router, dann geht es als nächstes zu meinem Internetanbieter, also zum Beispiel zu 1&1. Und dann geht es erst als nächstes zu der eigentlichen Webseite, die ich aufrufen will. Also wie du schon gesagt hattest, solche Internetpakete werden dann über mehrere Stellen umgeleitet. Genau. Das ist so ein bisschen das Hintergrundwissen dazu. Und jetzt haben wir uns angeschaut, was ist Tor. Da will ich jetzt auch nicht zu weit reingehen. Also Tor ist im Endeffekt, genau, also Tor ist der größte Unterschied, ist eben, dass es mehrere Knoten sind und dass hier kein zentrales Unternehmen dahinter steht, sondern jeder, der will, kann sagen, ich will jetzt an diesem System Tor teilnehmen und ich will so einen Tor-Knoten hosten, nennt man das dann. Und genau das führt dazu, dass man sozusagen das Tor unterm Strich sogar noch bessere Anonymität hat als ein VPN, weil theoretisch niemand genau weiß, wer dahinter steckt. Also wer letztendlich Tor benutzt. Und das Tor-Netzwerk, dafür muss man auch kein Hacker oder Programmierer sein, um das zu benutzen. Und es ist auch überhaupt nicht illegal. Also viele denken, das Tor-Netzwerk wäre illegal. Das stimmt überhaupt nicht. Das Einzige, was mit dem Tor-Netzwerk illegal ist, wenn man auf das Darknet zugreift. Das ist nämlich nur mit dem Tor-Netzwerk möglich. Und da gibt es natürlich viele illegale Machenschaften, die im Darknet vor sich gehen. Aber ich kann das Tor-Netzwerk oder den Tor-Browser auch ganz einfach für mein alltägliches Browsing benutzen, für meine alltägliche Internetarbeit. Und am einfachsten geht das, wenn man sich einfach den Tor-Browser herunterlädt. Ich habe das auch mal gemacht und dann können wir uns anschauen, der Tor-Browser ist im Endeffekt nichts anderes als ein normaler Browser, der basiert auf Firefox.
Und jetzt habt ihr am Anfang kurz gesehen, dass diese Tor-Knoten aufgebaut wurden. Und jetzt habe ich hier einen ganz normalen Browser und kann hier auf Webseiten zugreifen und kann sagen, ich möchte jetzt auf Facebook zugreifen und kann damit ganz normal surfen. Ein Nachteil, der beim Tor-Browser besteht, der aus meiner Sicht größte Nachteil, den sehen wir jetzt gerade, denn die Seite lädt immer noch und ist, obwohl Facebook ja, also hier wird ja kein, hier werden keine Bilder oder ähnliche große Dateien geladen. Und der größte Nachteil ist, dass das Tor-Netzwerk, ich habe hier leider das noch nicht ausgetauscht, der größte Nachteil am Tor-Netzwerk ist, dass es sehr, sehr langsam ist und dass wir hier sehr große Performance-Einbußen haben. Und der zweite Nachteil, das ist eigentlich der einzige Nachteil. Und leider, also die Tabelle hier stimmt leider nicht, weil ich die von oben nur kopiert hatte. Aber der große Vorteil dabei ist, dass wir Tor kann man kostenlos benutzen. Und außerdem muss ich keinem zentralen Unternehmen vertrauen. Genau, das ist nochmal der Punkt gewesen. Hier gibt es nochmal eine Nachfrage zum VPN. Ich benutze dann quasi den Rechner von einem dieser Unternehmen, Proton oder Express etc. und gehe darüber dann ins Internet. Also nicht direkt, ich schalte quasi deren Rechner dazwischen. Das Richtig. Kennt der ein oder andere, wenn er schon mal in einer Firma gearbeitet hat, wo er dann von zu Hause aus arbeiten durfte, also das berühmte Homeoffice. Dann baut man erstmal eine Verbindung auf zu den Firmenrechnern und mit denen geht man dann gegebenenfalls ins Internet. Bei meiner Frau merke ich das immer, dann wird dann immer angezeigt, halt, dass sie gerade quasi in Ungarn im Netz ist oder in Indonesien. Und daran merkt man halt, sie arbeitet in einer Firma, halt, die global tätig ist. Also sprich, da ist dann wirklich diese Firma dazwischen geschaltet und das erklärt dann halt auch, die Frage war, was ist denn, wenn ich jetzt mit meiner Glühbirne im Internet bin? Die Glühbirne geht dann halt auch über das VPN ins Internet. Also wenn die Glühbirne an den Router angeschlossen ist und dann der Router dann die Verbindung aufbaut und der baut die dann erst auf halt über das VPN. Richtig, also es gibt mehrere. Dieses Du ist dann quasi dein Router zu Hause und alle Geräte, die an dem Router zu Hause angeschlossen sind, gehen natürlich auch über den VPN-Server erst ins Internet. Genau, also das ist unter der Voraussetzung, dass der VPN auf dem Router installiert ist. Also das erfordert ein bisschen mehr technisches Wissen, also ist auch nicht kompliziert. Man kann ein VPN eben auf Router-Ebene benutzen. Also es gibt VPN-Router und darauf kann man dann ein VPN benutzen und kann auch solche Anbieter hier wie Express oder Proton VPN verwenden. Das Einfachste, was ich Einsteigern raten würde, ist erstmal einfach nur das mit einem Programm zu benutzen. Was aber dann den Nachteil hat, dass ich eben nur, also so ein Programm, die gibt es für alle möglichen Anwendungen, ob es jetzt schon für Glühbirnen gibt, weiß ich nicht, aber die gibt es für Windows, die gibt es für macOS, die gibt es auch für Android und iPhones, diese VPN-Anwendung. Und dann habe ich einfach auf meinem Gerät diese VPN-App installiert. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man es komplett sicher haben will, dann installiert man so ein VPN eben auf Netzwerkebene, also auf Router-Ebene. Eine Sache, die ich beim Tor-Netzwerk noch kurz zeigen wollte, wir haben uns ja vorhin angeschaut, was meine IP-Adresse hier ist. Und jetzt können wir testweise mal nachschauen, was meine IP-Adresse ist, wenn ich über das Tor-Netzwerk gehe. Also ich kann ja einfach die gleichen Webseiten besuchen. Und das ist sehr gut. Während du das aufbaust, erkläre ich hier gerade nochmal, hier gibt es halt eine Nachfrage, ist mein Internetprovider nicht vertrauenswürdig? Doch, natürlich ist er vertrauenswürdig. Aber das Thema ist jetzt, der Internetprovider gibt natürlich deine IP-Adresse raus, also von dir selber. Und damit halt bist du trackbar, bist du verfolgbar. Über so einen VPN-Anbieter wird die IP-Adresse halt von diesem VPN-Anbieter rausgegeben. Dann weiß halt keiner halt, wo du steckst. Also damit verschleierst du quasi nur deine IP-Adresse. Aber natürlich ist jeder normale Internetprovider seriös. Aber er kann es halt nicht anders. So funktioniert das Internet. Er gibt deine IP-Adresse weiter, damit du Internetseiten erreichen kannst, die dann halt die IP-Adresse gegebenenfalls halt speichern. Ja. Auf deren Lager halt. Also Google zum Beispiel wird diese IP-Adresse auf jeden Fall speichern. Und ich habe auch schon wirklich von Stories gehört, dass Internetanbieter Daten von ihren Nutzern verkaufen. Also ich glaube, dass, was ich bisher dort gehört habe, es war nur im amerikanischen Raum. Verizon oder so ein Anbieter,
der wirklich sich gesagt hat, so, ah ja, das merkt ja keiner und ich habe ja hier ganz viele interessante Daten. Also muss ich ja vorstellen, solche Internetanbieter haben ja Millionen von Nutzern und die können diese Daten und diese Daten von Millionen von Nutzern haben, wissen sie die Daten, welche Webseiten sie alle aufrufen. Und das ist für Werbetreibende natürlich extrem interessant. Und da soll es auch schon mal Internetanbieter gegeben haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt in Deutschland schon der Fall war, aber zumindest in den USA habe ich darüber was gelesen, dass Internetanbieter auch diese Informationen weiterverkaufen. Und genau, also hier sieht man jetzt auch ganz schön, dass wenn ich jetzt mit dem Tor-Browser meine IP-Adresse checken lasse, hier habe ich jetzt gar keine IPv4-Adresse, aber die IPv6-Adresse, also die neuere IP-Adresse, die ist jetzt eine ganz andere als hier. Genau. Genau, eine kleine Nachfrage kam ja noch, ist VPN für Privatnutzer sinnvoll? Also du hast ja hier beide Varianten angegeben. Ich glaube, der Tor-Browser kostet nichts. Also insofern, da kann man auch seine Herkunfts-IP verschleiern, hat aber den Nachteil, dass es dann gegebenenfalls ein bisschen langsamer geht. Ob man dann für Geld in die Hand nimmt, muss man selber entscheiden. Ich glaube, das macht dann Sinn, wenn man das VPN-Netzwerk noch für andere Zwecke nutzen will. Wir hatten das letztens besprochen. Es gibt innerhalb der EU ja ein Verbot des Geoblockings. Also mein Beispiel ist immer, ich möchte, wenn ich in Frankreich bin, auch deutsches Fernsehen gucken. Das wird teilweise unterbunden. Wenn ich aber dann über einen Server in Deutschland ins Netz gehe, ist für den deutschen Fernsehanbieter, also für die deutschen solche ARD oder ZDF-Anbieter halt, ist mein Rechner halt in Deutschland. Und dann kann ich natürlich das deutsche Programm schauen. Oder umgekehrt halt, wollte in Frankreich die Rugby-WM gucken, halt, die wurde im französischen Fernsehen übertragen. Und da habe ich so ein System genutzt und bin dann quasi über einen französischen Endrechner ins Netz gegangen und das reichte dann für das französische Fernsehen aus. Genau, ja. Ja, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer, ob ich jetzt jedem Privatnutzer ein VPN empfehlen würde. Also ich glaube, die Tipps, die wir im nächsten Kapitel hören, sind da schon wichtiger, wenn es um Cookies geht. Und bei VPN oder Tor, also zum einen Tor ist wirklich für den Alltag sehr schwierig zu benutzen. Also ich selbst benutze es auch nicht für meinen Alltag, einfach weil die Verbindung zu langsam ist. Also wenn ich mal ein Video anschauen will, geht es teilweise gar nicht oder nur in schlechter Qualität. Und ein VPN empfehle ich deswegen. Zum einen Leute, die einen sehr hohen Wert auf Privatsphäre legen oder die eben zusätzlich davon profitieren, wie zum Beispiel durch das Umgehen von Georestriktionen. Und einen kostenlosen VPN kann ich empfehlen, und zwar Proton VPN, also dieser Anbieter in der Schweiz. Der hat eine abgespeckte Variante, die auch kostenlos ist. Also da hat man sogar unbegrenzten Traffic, also da kann man unbegrenzt viel mit surfen. Es ist allerdings nur ein Server und die Verbindung ist ein bisschen langsamer. Aber wenn jemand fragt, so welchen VPN kannst du empfehlen, wenn man nichts bezahlen will, dann würde ich den von Proton VPN die kostenlose Variante empfehlen. Genau, weil da eben auch ein Geschäftsmodell hinten dran steckt. Also normalerweise empfehle ich keine kostenlosen VPNs, aber Proton VPN ist halt eigentlich ein bezahlter Anbieter. Genau, also das war jetzt das Thema IP-Adressen. Wie kann man mit IP-Adressen getrackt werden? Und wie kann man sich dagegen wehren? Eben indem man ein VPN oder einen Tor-Browser benutzt. Und als nächstes kommen wir zu den Cookies. Und mit Cookies sind nicht unbedingt Kekse gemeint, auch wenn sie hier sehr lecker aussehen, sondern mit Cookies sind kleine Dateien, sind kleine Dateien gemeint, die auf eurem Browser oder auf eurem Computer zwischengespeichert werden. Also wenn ihr eine Webseite besucht, dann hat diese Webseite rein technisch gesehen die Möglichkeit, ganz kleine Dateien bei euch zwischenzuspeichern. Und damit ihr, wenn ihr den Browser schließt und wieder aufmacht oder wenn ihr in 3 Tagen wieder auf die Webseite geht, damit ihr sozusagen, damit Informationen über euch gespeichert werden. Und Cookies sind sehr, sehr in Verruf geraten, weil klar, weil immer diese nervigen Cookie-Banners da sind und man mit Cookie sehr, sehr viel Schmu betreiben kann. Aber Cookies wurden ursprünglich aus einem positiven Grund, aus einem positiven Grund entwickelt. Und zwar beispielsweise, wenn Sie in einem Online-Shop sind und dann legen Sie etwas in den Warenkorb und Sie melden sich da jetzt nicht mit Ihrem Account an, sondern Sie legen etwas in den Warenkorb, kaufen es aber noch nicht und kommen dann 1, 2 Tage später zurück. Und dann soll das Produkt immer noch im Warenkorb sein, weil Sie möchten das nicht wieder heraussuchen. Oder aber, wenn Sie sich bei einer Webseite anmelden, also Sie melden sich bei Amazon an und
und schauen sich da etwas an, dann machen sie den Browser zu und jetzt, wenn sie den Browser wieder aufmachen, dann wollen sie sich ja nicht zusätzlich nochmal einloggen in den Browser auf Amazon. Und das bewirken Cookies eben, dass man, dass sozusagen kleine Dateien auf ihrem Rechner zwischengespeichert werden. Aber wie schon angekündigt, mit Cookies kann auch viel Schmuh getrieben werden, weil man kann ja eine kleine Datei auf ihrem Rechner ablegen und deswegen kann ich ja mit dieser kleinen Datei, ist es ja auch möglich, sie wieder zu identifizieren. Und genau das haben sich auch Werbetreibende gedacht vor schon mittlerweile jetzt ein paar Jahrzehnten und haben diese Cookies oder benutzen diese Cookies eben dafür, um sie zu identifizieren, um sie zu tracken durchs Internet. Und das ist aus meiner Sicht auch die am meist verbreitetste Form des Trackings. Und deswegen wird mittlerweile auch umso mehr dagegen vorgegangen, was natürlich sehr, sehr spät kommt, aber besser spät als nie, zum Beispiel durch, durch die DSGVO oder auch durch bestimmte Gesetze. Also seit Oktober 2019 darf man nur noch technisch notwendige Cookies auf seiner Seite setzen, bevor der Nutzer eingewilligt hat. Das hat das Europäische Gerichtshof, entschieden. Und also dieses Urteil war seit 2019, aber eigentlich war das schon seit der DSGVO bekannt, dass man das nicht darf. Und jetzt habe ich mal ein kleines Praxisbeispiel mit Ihnen vorbereitet. Leider wurde hier beim Exportieren etwas verschoben. Und zwar habe ich zwei verschiedene Webseiten. Einmal den KuCats-Blog, das ist ein Blog über Privatsphäre und Datenschutz, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Und einmal die Bild-Zeitung, die man hier leider nicht sieht. Jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen vergleichen, wie sich die beiden Webseiten gegeneinander schlagen, wenn man sich anschaut, wie die mit Cookies umgehen. Bevor wir dazu kommen, jetzt erstmal die Frage an dich, wurden schon Fragen im Chat gestellt? So, Cookies noch nicht. Wir haben gerade noch mal aufgeklärt, halt, das ist ja heute das Thema Tracking. Und ich kann das auch noch mal auf der Tonspur sagen. Also ich bin bei Google registriert, habe mich auch irgendwie bei meinem Chrome-Browser angemeldet, weil ich da halt auch noch die Verläufe etc. noch nutzen wollte, speichern wollte. So, wenn jetzt Google meine IP-Adresse speichert, natürlich wird die vielleicht in 2 Tagen geändert, dann bekommt Google ja in 2 Tagen eine andere IP-Adresse übermittelt. Okay, das ist dann nicht weiter dramatisch. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit meinem Rechner ins Büro fahren würde nach Berlin, dann wüsste Google, aha, heute meldet er sich über eine IP-Adresse in Berlin an oder Region Berlin. Die IP-Adressen sind nicht genau zuzuordnen, sondern regional zuzuordnen. Und jetzt ist er wieder in Köln. Also insofern kann Google dann schon nachvollziehen, aha, der Herr Steinke, der sich ja bei mir registriert hat, ist häufig in Köln, aber auch ab und zu mal in Berlin. Und das ist dann das klassische Tracking. Dann weiß genau, ich, das funktioniert ja mit einer Kombi. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, das war nochmal die Ergänzung halt zu diesen IP-Adressen-Tracking halt. Die sind dann natürlich auch einem Provider zugeordnet und aber auch Regionen. Also insofern halt, damit kann man dann auch schon sagen halt, wo du dich ungefähr aufhältst, ob du jetzt in Frankreich bist, ob du in den USA bist oder ob du in Deutschland bist. Das ist das klassische Tracking, also ich verfolge dich. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, wie man verschiedene Tracking-Technologien miteinander verbinden kann. Weil dadurch, dass du mit deinem Account bei Google eingeloggt bist, also wie bist du bei Google eingeloggt? Ja, zum einen über den Chrome-Browser, aber auch über Cookies. Also wenn du jetzt Facebook als Beispiel nimmst, Facebook hat ja keinen eigenen Browser. Und bei Facebook bin ich angemeldet durch Cookies und deswegen weiß Facebook ja immer, wer ich bin, ganz genau, weil ich angemeldet bin mit meinem Account. Und eben, wenn man das dann mit der IP-Adresse kombiniert, dann kann man noch zusätzliche Daten herausfinden, wie, wo befindet man sich eigentlich. Und wenn man dann noch sein Mobilgerät damit verbunden hat, dann kann man natürlich noch viel, viel mehr Informationen herausfinden. Also angefangen von natürlich am wichtigsten dann auch wieder Geodaten, wo bewegt man sich und so weiter, weil man natürlich sein Smartphone viel öfters dabei hat als sein Laptop. Aber da kann ich euch beruhigen, ich arbeite daran, dass wir mit jemandem von Google sprechen, wie man bei Google die ganzen Privacy-Einstellungen
erstmal ändern kann und was man vor allen Dingen auch alles einstellen kann, dann merkt man erst, wenn man mal in sein eigenes Google-Konto geht und jeder, der ein Android-Handy benutzt, hat ein Google-Konto. Anhand der Einstellungen merkt man, was Google alles speichert. Aber da machen wir eine extra Runde zu, weil das wird heute, glaube ich, ein abendfüllendes Programm werden, wenn wir noch mal drüber reden würden, was speichert denn Google eigentlich alles so. Da kann man sehr viele Stunden drüber reden, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann lass uns mal anschauen, in der Praxis, wie sieht es eigentlich aus mit zwei Webseiten? Woran, wo sieht man überhaupt, wie viele Cookies eine Webseite verwendet? Ich benutze jetzt mit Absicht mal Chrome oder hier ist es Chromium, das ist eine Version für Linux, weil ich hier keine Privatsphäre-Einstellung gemacht habe. Nachher schauen wir uns das Ganze mal in meinem Firefox an, um zu sehen, wie sich eigentlich meine digitale Selbstverteidigung auswirkt. Also wir haben eben einmal haben wir den Cookets-Blog, das ist ein Blog über IT-Sicherheit und Privatsphäre. Und dann haben wir die Bild-Zeitung. Und bei Google Chrome ist es ein bisschen einfacher herauszufinden, wie viele Cookies die Seite setzt. Und zwar kann man einfach hier oben auf dieses Schloss draufklicken. Und dann werden einem hier unten angezeigt Cookies. Und hier steht jetzt 0 in Benutzung. Also alles super. Und bei der Bild-Zeitung, wenn wir hier draufgehen, dann sehen wir jetzt, ich gehe mal im Inkognito-Modus drauf, damit wir hier noch kein Opt-in gegeben haben. So, jetzt nochmal den Inkognito-Modus auf. Bild.de. Genau, jetzt kommt nämlich das Cookie-Banner. Das klicken wir aber noch nicht an, weil wir sehen jetzt hier, obwohl ich die Cookies noch nicht akzeptiert habe, werden hier schon 27 Cookies gesetzt. Wie gesagt, Cookies müssen nicht automatisch zum Tracken da sein. Also deswegen sage ich jetzt nicht, dass man die Bild-Zeitung unbedingt verklagen muss. Von vielen Unternehmen wird es aus meiner Sicht nicht hundertprozentig eingehalten, dass man nur technisch notwendige Cookies setzt. Aber im Allgemeinen gilt eben, solange ich noch nicht hier auf alle akzeptieren gesetzt geklickt habe, dürfen eigentlich nur Cookies gesetzt werden, die wirklich technisch notwendig sind für die Webseite und ohne die die Webseite überhaupt nicht funktionieren könnte. So, ein weiterer Punkt, den man sich anschauen kann, ist, man kann anschauen, mit welchen anderen Seiten kommuniziert eigentlich die Webseite. Also weil für den technischen Hintergrund von Cookies, also eine Webseite kann immer nur auf die Cookies zugreifen, die von ihr selber kommen. Und jetzt denkt man, ja, okay, das ist ja alles gut, dann kann die Bild.de, die kann ja Cookies von sich selber setzen. Aber wenn ich jetzt auf Facebook gehe, dann kann Facebook ja nicht sehen, was ich auf Bild gemacht habe. Das stimmt aber nicht ganz, weil ich bin hier nicht nur mit der Bild-Zeitung verbunden, sondern wenn wir uns das mal angucken, und zwar, das war jetzt ein bisschen schnell, und zwar, wenn ich hier Rechtsklick mache und dann auf Inspizieren klicke, dann kann ich hier rechts auf Quellen gehen und dann wird mir hier angezeigt, mit welchen Domains ich eigentlich eine Verbindung aufbaue. Und hier sieht man jetzt, dass ich nicht nur eine Verbindung mit der Bild aufbaue, sondern im Hintergrund baut mein Browser mit diesen ganzen anderen Domains schon eine Verbindung auf. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Beispiel anschauen von einem Cookets-Blog, dann sehen wir, wie sowas eigentlich aussehen sollte. Ich klicke hier wieder auf Inspizieren, wieder auf Quellen hier oben. Und hier sehen wir, es wird nur eine Verbindung zum Cookets-Blog und zu noch einer anderen Domain aufgebaut, die ist aber hier für das Laden der Bilder. Also hier werden wirklich nur zwei Domains genutzt. Und die Bild-Zeitung, bevor ich überhaupt hier auf Akzeptieren geklickt habe, baut hier schon zu 20 verschiedenen Domains eine Verbindung auf. Hier ist natürlich auch wieder die Frage, ob die alle technisch notwendig sind oder ob es hier auch schon ein paar Werbe Verbindungen dabei sind. Auf jeden Fall, was jetzt, ja? Ja, genau, es gibt eigentlich, das ist eine sehr, sehr gute Frage halt. Wir haben einfach vorausgesetzt, dass Tracking böse ist. Jetzt. Genau, ja, da könnte man auch wieder eine Frage, warum sollte man sich eigentlich gegen das Tracken wehren? Warum sagst du digitale Selbstverteidigung? Es hat ja auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Also das merkt man ja zum Beispiel, wenn man online einkauft. Man ist jetzt auf einer Seite halt von einem Online-Shop halt, der setzt natürlich Cookies und man muss jetzt zwischendurch nochmal was anderes erledigen und kommt dann zu dem Shop zurück. Dann weiß der Shop, ich war schon mal da. Ich habe das und das gesucht und man kann da sein Surf-Erlebnis, sein Einkaufserlebnis fortsetzen, wo man vorher war. Also Tracking ist ja nicht per se böse, aber warum sprichst du von digitaler Selbstverteidigung, wenn du sagst, bitte, ich gebe euch ein paar Tipps halt, wie man nicht getrackt wird. Warum ist das böse?
Ja, da könnten wir jetzt auch eine ganze Stunde einen Vortrag drüber machen. Es gibt verschiedene Gründe. Also einmal ein ganz, ganz einfacher Grund, also Tracking ist nicht gut oder hat Nachteile. Ich sage nicht, dass Tracking komplett böse ist, aber ich glaube, in unserer digitalen Welt werden wir zu viel getrackt und wir brauchen zu lange, um zu verstehen, dass es nicht gut für uns ist. Unter anderem, weil die Politik bei neuen Technologien immer ein bisschen länger braucht. Und ein Beispiel, warum Tracking nicht gut ist, ist, dass man genau auf einen zugeschnittene Werbeanzeigen bekommt. Das kann natürlich ein bisschen bequemlich sein, kann aber auch sehr manipulativ sein, weil man dadurch, wenn jetzt ein Werbeanzeiger genau weiß, er kennt genau ihre Art von Person und er weiß genau, ah, sie wollen sich unbedingt ein neues Fahrrad kaufen. Ja, dann biete ich ihnen doch mal ein Fahrrad an, das halt ein paar hundert Euro teurer ist und sie kaufen es ja sowieso, weil sie sich vielleicht vorher nicht informieren oder sie bekommen genau die Werbung angezeigt, die sie am ehesten überzeugt. Und dadurch machen sie sich manipulierbar. Ein anderer Punkt ist, dass es psychologische Nachweise gibt, dass wenn Menschen getrackt werden, also sowohl offline als auch online, also wenn sich Menschen beobachtet fühlen, verhalten sie sich anders, als wenn sie sich nicht beobachtet fühlen. Und haben Studien auch nachgewiesen, das hat auch im Internet Auswirkungen, dass wenn sich Menschen bewusst sind, dass Google irgendwie jeden meiner Schritte nachvollziehen kann, dass man sich dadurch beobachtet fühlt und sich ganz anders verhält. Das heißt nicht, dass man irgendwie dann nur illegale Sachen macht, aber man fühlt sich viel weniger eingeschränkt und das stärkt die Individualität in einem Land enorm, was wir jetzt zum Beispiel in China sehen, wo das enorme Tracking, was ja noch viel stärker ist als bei uns, dazu führt, dass das Volk einfach viel gefügiger gemacht wird. Und ein Und Beispiel aus dem ja. Verbraucherschutz, also danke schön, das waren schon zwei gute Beispiele. Ein drittes Beispiel aus dem Verbraucherschutz, es wurde, ich glaube, Amazon unterstellt, wenn die merken, dass du dich über ein Gerät von Apple einwählst, also ein MacBook oder ich weiß nicht was, ein iPad hat, bekommst du andere Preise angezeigt. Ja. So. Das fände ich dann auch scheiße halt. Woher meinen die halt, nur weil ich ein Gerät mit einem Obst benutze, halt, habe ich ganz viel Geld? Ja. Aber. Ja, also noch einen dritten Punkt, also deswegen ist nicht, dass es zu weit aus dem Ruder läuft, wir haben jetzt ja schon eine Dreiviertelstunde, aber ein dritter und der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist der Punkt, der unsere komplette Gesellschaft angeht. Also es bezieht sich nicht nur auf Sie auf euch als Individuum, dass ihr zum Beispiel höhere Preise angezeigt bekommt auf Amazon, sondern dass wir als Gesellschaft deutlich mehr manipulierbar sind. Also das beste Beispiel ist hierfür so der Analytica, Cambridge Analytica Skandal, wo zum Beispiel die Wahlen von Donald Trump manipuliert oder nicht unbedingt manipuliert wurden, aber dadurch, dass man durch Facebook-Werbung ganz gezielt Leute ansprechen konnte, konnte man diese Leute ganz anders überzeugen, als es noch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren der Fall war. Einfach weil wir als Gesellschaft viel einfacher manipulierbar sind, weil man eben so viel Daten über uns hat. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, weil wir uns dadurch eben als Gesellschaft viel mehr lenkbar machen. Also sowohl was Konsumthemen angeht, aber auch was politische Themen angeht. Und ich finde es so ein bisschen wie Klimaschutz. Also wenn ich jetzt hier in der Straße eine Plastiktüte, wenn ich jetzt auf eine Plastiktüte auf die Straße werfe, dann hat das irgendwie keine große Auswirkung auf die ganze Welt. Aber wenn jeder auf der ganzen Welt seine Plastiktüten auf die Straße wirft, dann wird die ganze Welt halt verdreckt. Und das gleiche Prinzip kann man aus meiner Sicht auch auf Datenschutz anwenden. Wenn wir alle einfach alle unsere ganzen Daten preisgeben, dann lassen wir uns als Gesellschaft viel, viel einfacher manipulieren, als wenn wir nicht einfach unsere Daten frei rausgeben. Ich sage nicht, dass man gar keine Daten frei rausgeben darf. Es ist natürlich schon interessant, Statistiken zu erstellen und Produkte zu verbessern, aber eben nicht auf der Ebene, wie das mit vielen Werbenetzwerken und Facebook und so weiter passiert. Und was vielleicht nochmal ein sehr gutes Indiz dafür ist, Google hat jetzt bekannt gegeben, halt, dass es das Tracking einschränken möchte. Also zumindest halt personalisierte Werbung halt soll bei Google abgeschafft werden im nächsten Jahr. Ich kopiere euch mal den Link zu der Tagesschau-Meldung. Das zeigt auch halt, dass Google dem Druck nachgibt. Da ist Druck aufgebaut worden, weil Ja. personalisierte Werbung heißt ja, du kriegst das angezeigt, von dem Google meint halt, dass es dir gefällt. Und das ist Ja. ja das auch gewesen, was bei Facebook der Fall war, dass dann, das kann ja Google nur machen, wenn Google meint, dich zu kennen. Und Ja. so bist du halt beeinflussbar, manipulierbar. Im positiven Sinne, ich kriege nur die Werbung, die mir gefällt.
oder im negativen Sinne, mir werden Artikel eingeblendet, mir werden Meinungen eingeblendet, von denen Google meint, die sollte ich jetzt auch meinen oder sollte ich auch kennen. Ja. Und was man auch nie vergessen darf, ist, dass das Internet halt nichts vergisst. Also es gibt immer wieder Beispiele, von denen ich höre, bei den Leute irgendwas mal früher gepostet haben. Also das ist auch bei mir so. Ich habe früher auch vieles gepostet. Und theoretisch, wenn, klar, mit einem potenziellen Arbeitgeber oder mit jemandem, der es nicht gut mit Ihnen meint, oder vielleicht auch mit einer Regierung. Also wenn wir uns, man weiß ja nicht, was in den nächsten 30, 40 Jahren passiert, wenn sich da was in der Regierung ändert und die können ganz automatisiert mit Machine Learning und so weiter auf alle Daten zugreifen, dann können sie uns als Person ganz anders durchleuchten. Ja? Und genau, das ist noch ein weiterer Punkt, warum man sich Gedanken machen sollte, welche Daten eigentlich von einem ins Netz geraten. Genau, wollen wir hier wieder weitermachen mit unserem Cookie-Thema? Oder gibt es gerade noch Fragen? Ja, gerne. Okay, also wir waren jetzt daran angelangt, wir haben gesehen, es gibt die Bild-Zeitung, baut viele Verbindungen mit ganz vielen unterschiedlichen Domains auf. Also ich verbinde mich nicht eigentlich nur mit der Bild-Zeitung, sondern gleichzeitig auch noch mit 20 anderen Webseiten sozusagen. Und jetzt haben wir ja noch gar nicht auf Akzeptieren geklickt. Also mal schauen, hier haben wir eben diese 20 Domains ungefähr. Wir haben hier ungefähr 28 Cookies. Und wenn ich jetzt hier auf Akzeptieren klicke, dann sehen wir hier auch, wie das immer länger wird. Und im Hintergrund werden immer mehr Verbindungen aufgebaut. Und hier bei den Cookies habe ich jetzt auf einmal 98 Cookies. Und das bedeutet, die meisten, die jetzt hier, oder wahrscheinlich alle, die hier hinzugekommen sind, sind Tracking-Cookies. Und die sind eben nicht nur von der Bild-Zeitung, sondern die sind auch von Werbepartnern, wie, ja, diese Namen kennt man in der Regel gar nicht. Ich kenne die auch nicht, aber Criteo.net ist, glaube ich, auch ein Werbenetzwerk. Und alle Seiten, die jetzt hier mitmachen bei diesem Werbenetzwerk, die profitieren davon, dass Criteo genau weiß, was ich jetzt auf der Bild-Zeitung gemacht habe. Also sprich, alle Netzwerke, die hier aufgelistet sind, können potenziell ganz genau verfolgen, was ich hier auf der Bild-Zeitung mache, wie lange ich hier am Scrollen bin, wo ich hinscroll, wo ich draufklicke, welche Seiten ich benutze. Genau. Und das allermeisten verbreitete Werbecookie, das kommt von Facebook. Und das ist das Facebook Pixel, das sogenannte Facebook Pixel, was auf 10% aller Websites installiert ist. Das bedeutet, dass Facebook auf rund 10% der Websites, also meistens auf den allergrößten Websites natürlich, ganz genau sehen kann, was wir dort treiben, wenn wir den Cookies zustimmen und wenn wir uns nicht dagegen wehren. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen uns anschauen, wie kann man sich dagegen wehren. Und auch gegen Cookies kann man sich wehren, sogar also noch einfacher als gegen das Tracking durch die IP-Adresse. Und aus meiner Sicht, also wenn die eine Sache aus dem Vortrag mitnehmen, wenn sie eine Aktion machen, dann ist es hoffentlich genau das, weil es ist kostenlos, es ist einfach und es hat aus meiner Sicht den größten Erfolg, wie sie sich gegen Tracking wehren können. Und zwar besteht mein Tipp aus. Habe ich zwei Tipps für Sie, nämlich einmal den richtigen Browser zu benutzen, also wirklich mit Google Chrome aufhören, mit Microsoft Edge aufhören oder auch Safari und stattdessen Mozilla Firefox oder Brave benutzen. Brave ist ein relativ junger Browser, ist ein paar Jahre alt, der von Standard aus sogar ein bisschen besser ist als Firefox, aber er basiert auf Chromium, das ist die Open Source Variante von Google Chrome. Also es hat eigentlich nichts mehr mit Google zu tun, aber der Browser sieht unterm Strich ungefähr so aus wie auch Google Chrome. Deswegen, wenn jemand mich fragt, hey, ich will so wenig Aufwand wie möglich haben, was soll ich benutzen? Und ich benutze immer Google Chrome, dann würde ich eher zu Brave tendieren und ich schicke ihn die beiden im Browser auf jeden Fall auch noch in dem Handout mit. Also eben Brave oder Google Chrome. Warum? Ganz einfach, weil also Brave oder Mozilla Firefox, warum? Ganz einfach, weil Browser wie Google Chrome schon extrem viel über Sie erfahren können, einfach weil Sie Ihren Browser benutzen und weil Sie zum Beispiel bei Google Chrome immer eingeloggt sind. Und ich weiß, es ist so ein bisschen Bequemlichkeitsthema, aber wenn man sich wirklich mal ein paar Minuten Zeit nimmt, ist der Umstieg von einem Browser wirklich sehr einfach. Also Mozilla Firefox ist wirklich genauso schnell aus meiner Erfahrung nach wie Google Chrome. Auch Brave ist teilweise sogar schneller, weil eben diese ganzen Tracker geblockt werden.
Und diese beiden Browser unterstützen Lesezeichen, die man ganz einfach synchronisieren kann. Und unterstützen alle gängigen Erweiterungen. Also wenn ich irgendwelche Passwortmanager als Erweiterung habe, ja, dann kann ich auch die Passwortmanager hier einfach benutzen. Also dafür braucht man auch kein Google Chrome. Gibt es die Nachfrage Safari? Okay, das ist natürlich ein Produkt von Apple. Dazu muss man auch Safari, sage ich mal, nutzen. Kannst du dazu was sagen? Ja, also der Stand so in der Privatsphäre-Community ist, dass alle die ganzen großen Tech-Giganten generell nicht empfehlenswert sind. Also man nennt es ja auch GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, diese ganz großen Tech-Giganten. Aber wenn einer von diesen Tech-Giganten es ein bisschen besser macht, dann ist es Apple. Also Apple geht da wirklich sehr in diese Privatsphäre-Richtung. Zum einen, weil sie das so ein bisschen sozusagen ihr Verkaufsargument machen wollen, dass sie sagen, hey, wir sind das Unternehmen, was sich für Privatsphäre einsetzt. Und teilweise machen sie da auch wirklich einen besseren Job. Und auch, weil sie nicht mit Werbung Geld verdienen. Also Google natürlich und Amazon, Facebook erst recht und auch Microsoft verdienen sehr viel, einen großen Anteil von ihrem Revenue, von ihrem Einkommen durch Werbeeinnahmen. Und Apple eben nicht, sondern Apple verdient Geld, weil sie teure Geräte verkaufen. Also Genau, anderes deswegen ist Geschäft. meine, das, ja genau, ist ein anderes Geschäftsmodell. Also meine Empfehlung ist trotzdem nicht unbedingt Safari, aber Safari ist trotzdem besser als Google Chrome. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn man es lohnt sich schon Gedanken zu machen, zu Mozilla Firefox oder zu Brave zu wechseln, auch wenn man Safari benutzt. Hier kam die Nachfrage, Brave, gibt es das auch für Smartphone? Ich habe gesehen, also beim iOS gibt es Brave im Browser. Ich denke Ja. mal, da wird es für Android auch Brave geben. Ich glaube auch für Android genau, was eben einen Vorteil hat. Also ich bin auch ein Fan von Bequemlichkeit und ich will auch auf meinem Smartphone meine Bookmarks, meine Lesezeichen haben. Und sowohl Mozilla Firefox, also ich benutze Mozilla Firefox, habe den auch auf meinem Handy drauf, habe da auch meine Lesezeichen. Das heißt, da bin ich auch schnell bei meinen wichtigsten Seiten. Und Brave gibt es auch meines Wissens auch auf Android und auf iOS und glaube ich auch mit der Möglichkeit, seine Lesezeichen zu synchronisieren. Genau, und also warum empfehle ich auch diese Browser? Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, was auch nicht so einfach ist mit Safari, und zwar, dass man die richtigen Browser-Einstellungen verwendet und auch Erweiterungen. Also mit Safari kann man, glaube ich, schon was blockieren. Safari ist da, glaube ich, auch besser geworden, aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Safari ist nicht so gut, um Werbung und Tracker zu blockieren, wie Mozilla Firefox oder Brave. Also Brave macht das sogar mit den Standardeinstellungen sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt hier bei Brave reingehe, dann habe ich, wird mir hier, also angenommen, ich gehe jetzt auf Google, dann wird mir hier angezeigt, dass hier schon bestimmte Seiten blockiert wurden und genau, mich und hier schon HTTPS erzwungen wird und so weiter. Auch Fingerprinting wird blockiert. Und das macht Brave wirklich schon sehr, sehr gut, sogar mit besser als Firefox in der Standardausstattung, sagen die meisten. Trotzdem gefällt mir Firefox besser, einfach weil ich das Projekt Mozilla sehr, sehr gut finde, weil es alles Open Source ist und weil Firefox nicht auf Chromium basiert. Und Chromium gehört doch ein bisschen zu Google, aber nicht so wirklich, aber es wird mit von Google finanziert und entwickelt. Genau, also deswegen schauen wir uns mal an, die Browser-Einstellungen bei Firefox. Was kann ich euch da empfehlen? Und bei Firefox können wir hier oben reingehen und dann zu Einstellungen. Und dann können wir hier, also gibt es extra einen Punkt Datenschutz und Sicherheit. Und merkt man ja, Firefox ist anscheinend wichtig. Und hier kann man es einfach streng auswählen oder Benutzer definiert und hier entscheiden, was gemacht werden soll. Ich glaube, in meinem Fall ist es sogar genau das Gleiche. Also wenn ich jetzt hier streng eingebe, dann werden sowohl bestimmte Skripte blockiert, seitenübergreifende Cookies werden blockiert. Und Inhalte zur Aktivitätenverfolgung müssen so Canvas-Fingerprinting, glaube ich, andere Fingerprinter und so Kryptominer, die werden blockiert. Hier kann man das noch ein bisschen detaillierter machen, aber ich glaube, ich habe hier genau die gleiche Einstellung ausgewählt. Also deswegen ist meine Empfehlung, wählt hier streng aus und das sollte eigentlich keinen Unterschied machen bei eurem Surferlebnis. Also ihr sollt da nicht aus irgendwelchen Fenstern rausgeworfen werden oder so, sondern ich kann damit ganz normal weiter surfen. Dann als zweiten Schritt, was ich ein bisschen erfahreneren Nutzern noch empfehlen kann, was ich auch mache, ist, dass ich
alle Cookies und Website-Daten beim Beenden von Firefox lösche. Und das bedeutet, immer wenn ich Firefox schließe, werden alle Cookies komplett gelöscht, was aber auch den Nachteil hat, dass ich mich immer neu anmelden muss. Und da gibt's aber, da kann man ein paar Ausnahmen hinzufügen. Zum Beispiel benutze ich Nextcloud und habe hier eine Ausnahme hinzugefügt für meine eigene Nextcloud-Seite, für beats.io. Da habe ich meine, meine Dateien, meinen Kalender drin. Und außerdem ist hier ein Passwortmanager, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in einem anderen Video, dass ich jedem empfehlen würde, einen Passwortmanager zu benutzen. Und das macht es auch deutlich einfacher, weil wenn ich mich irgendwo anmelden will, selbst wenn ich immer bei jedem Mal abgemeldet werde, wenn ich den Browser schließe, ist es für mich nur ein, zwei Klicks, mich wieder neu anzumelden, weil ich eben meinen Passwortmanager habe. Genau, also wie gesagt, nochmal zum Mitschreiben, weil viele ja auch Firefox nutzen. Also bei den Sicherheitseinstellungen, da gibt es halt die Möglichkeit streng, und das habe ich gerade bei mir gesehen, habe ich auch eingestellt. Und halt die Cookies löschen halt, hat natürlich ein bisschen Abstriche bei der Bequemlichkeit. Aber wenn man den Passwortmanager nutzt von Firefox, und der ist auch sicher, also das haben auch Tests ergeben halt, das ist, liegt halt an der Verschlüsselung halt, der verschlüsselt gut. Wenn man ein starkes Masterpasswort benutzt hat, ist der genauso sicher wie jeder andere Passwortmanager auch. Dann hat man eine gewisse Bequemlichkeit wieder, kann man wieder erlangen, kann man wieder zurückbekommen. Also sprich, streng bei den Sicherheitseinstellungen auswählen und Cookies immer löschen. Wenn man dann da einige Seiten halt häufiger nutzt und sich da registrieren will, dann benutzt man den Passwortmanager von Firefox. Genau, ja. Und genau, das ist der erste Punkt, also einmal die richtigen Browser-Einstellungen. Und dann gibt es Browser-Erweiterungen, die speziell dabei helfen, besser, also Tracker zu blockieren, die Privatsphäre ein bisschen zu bewahren. Also wir haben jetzt 6 Uhr, aber ich habe noch Zeit, also von mir aus können wir gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube, unsere Teilnehmer sind auch immer noch zahlreich vertreten. Wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Wir machen noch ein bisschen weiter, ja. Gerade das Thema Cookies ist ja, glaube ich, bei vielen sehr, sehr nah dran. Hier gibt es auch sehr, sehr viel, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da kann man eine eigene Wissenschaft draus machen, welche Erweiterung man hier eigentlich benutzen sollte. Genau, aber was ich empfehle, wenn man es ganz simpel hält, ist eine Open-Source-Erweiterung, und die heißt uBlock Origin. Und uBlock Origin ist ein Blocker, der verschiedene Dinge übernimmt. Also es ist nicht nur ein Werbeblocker, also er blockt auch Werbung, aber er blockt zusätzlich, bei Google Chrome wollen wir jetzt nicht runterladen, aber er blockt zusätzlich auch Tracker und Phishing-Seiten und vieles mehr. Und der Vorteil zu anderen Werbeblockern ist, dass uBlock Origin Open Source ist. Das heißt, jeder Entwickler kann in den Quellcode reinschauen und kann wirklich sicherstellen, dass man hier nicht getrackt wird. Weil bei vielen anderen Werbeblockern ist es so, dass sie zwar die Werbung blockieren, aber dass diese Erweiterung gleichzeitig auch Daten sammeln und diese wiederum weiterverkaufen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und weil deswegen sollten wir auch so wenig Erweiterungen installieren wie möglich, weil eben jede Erweiterung potenziell auch Daten sammeln kann. Und deswegen, deswegen würde ich jedem empfehlen, uBlock Origin zu installieren. Firefox hat auch schon teilweise einige Dinge von uBlock Origin übernommen, aber noch nicht alles. Und genau. Das abschreckende Beispiel war Web of Trust, also WOT, kennt ja vielleicht der ein oder andere noch. Die sind ja wirklich in Verruf geraten, halt, weil die Daten weitergegeben haben. Was ganz interessant ist, wenn wir jetzt mal auf die Bild-Zeitung gehen, und wir waren vorhin schon auf der Bild-Zeitung und haben hier auf Akzeptieren geklickt und haben hier gesehen, hier werden ganz viele Seiten geladen und ich habe hier irgendwie 98 Cookies. Und ich habe jetzt hier meine strengen Privatsphäre-Set-Einstellungen an. Hier sieht man übrigens auch, dass bei mir schon 15.000 Sachen blockiert wurden. Und außerdem habe ich auch uBlock Origin an. Also wenn ich hier mal draufklicke, dann werden hier insgesamt sind nur 15 von 22 Domains verbunden und irgendwie 47% der Seite, 47 Inhalte oder so wurden blockiert. Sieht man auch hier unten noch weitere Informationen, das ist aber nicht so wichtig, sondern was wir jetzt mal angucken können, ja, ich glaube, ich habe vorhin mal das ausgemacht, deswegen funktioniert es nicht. Aber eigentlich sollten hier viel weniger stehen, viel weniger Tracker. Hier sieht man das zum Beispiel, dass hier viel weniger Verbindungen aufgebaut werden. Also
hier rechts bei Google Chrome, hier habe ich keine Blocker aktiv. Und hier sehen wir, dass ich im Hintergrund ganz viele andere Webseiten verbunden werden, ganz viele andere Domains. Und bei meinem Mozilla Firefox werden immer noch ein paar Domains verbunden. Ein paar braucht man auch einfach für die technische Funktionalität, zum Beispiel sogenannte Content Delivery Networks und vielleicht noch so eine andere Domain, um irgendwie Bilder anzuzeigen und so. Aber das sind eben viel weniger, als bei Google Chrome sind. Deswegen, wenn Sie eben nur einen Punkt aus meinem Vortrag mitnehmen, dann ist es, dass Sie die Browser-Einstellung, den richtigen Browser verwenden und bei diesem Browser die richtigen Einstellungen machen und eine Erweiterung installieren, wie uBlock Origin. Schreibe ich Ihnen auch nochmal das Handout auf, weil es sind wirklich zwei Schritte, die dauern unterm Strich vielleicht 5 oder 10 Minuten und mit denen hat man aus meiner Sicht schon sehr, sehr den wichtigsten 80% erreicht, um seine Privatsphäre ein bisschen besser zu schützen. Hier gibt es, Dankeschön schon mal, hier gibt es nochmal Nachfragen zu den anderen Browsern, wie Vivaldi zum Beispiel und Opera. Kannst du zu denen auch was sagen? Also das wird ja dann quasi keine Browser-Sprechstunde hier, aber wenn du das sagen kannst. Wird keine Browser-Sprechstunde, ja. Also Opera würde ich nicht empfehlen. Opera ist, glaube ich, ziemlich in Verruf geraten, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade weil die zum Beispiel auch einen VPN anbieten, der eigentlich keiner ist und der irgendwie dann auch Daten mitschneidet. Und Vivaldi, weiß ich gar nicht, ob der ist vielleicht so im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen besser. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Browser, die basieren ja nicht alle mittlerweile auf Chromium. Und viele versprechen auch sehr viel, aber sehr wenige von den Browsern halten das, was sie versprechen. Genau, ich habe davon vor ein paar Tagen auch einen Artikel auf meinem oder von ein paar, ist auch, also der Artikel habe ich schon vor ein paar Wochen geschrieben, aber den habe ich auf meinem Blog veröffentlicht, den kann ich Ihnen auch nochmal gerne anhängen, den Artikel, wo ich mir angeschaut habe, was die besten Browser sind. Hier ist eben Firefox und Brave und der Tor-Browser. Ich weiß gar nicht, wo dann Vivaldi kommt Vivaldi kommt hier. Ich glaube, Vivaldi ist gar nicht so schlecht, genau. Und Opera hatte ein paar Nachteile, weil er so ein zweifelhaftes VPNs hat und genau, weil es einem chinesischen Unternehmen angehört, was auch nicht so toll ist. Ja. Eine kurze Nachfrage. Firefox, ist das Open Source Technologie? Ja, Firefox ist Open Source von Mozilla, was eine. Kann man da, sag ich mal reinschauen halt und solche Sachen überprüfen, zum Beispiel, ob das VPN, genau, eben. VPN ist. Okay. Also nochmal als Qualitätskriterium, wenn es Open Source ist, dann kann jemand halt wirklich reinschauen, kann in den Code schauen und kann eventuell Fehler oder solche Hintertürchen entdecken. Also es ist nochmal ein Qualitätskennzeichen. Das war auch das Thema bei unseren Messengern. Da warst du nicht dabei, da hatten wir eine Runde zu Messengern. Und deswegen ist bei WhatsApp wird immer kritisch gesehen, auch wenn die sagen End-zu-End-Verschlüsselung halt, man kann den Code nicht überprüfen. Signal ist Open Source. Kleiner Exkurs zum Messengern, aber bei den Browsern gilt genau das Gleiche. Wenn man in den Code reingucken kann, kann man auch wirklich überprüfen, ob er das hält, was er verspricht. Wenn das kein Open Source ist, dann muss man dem glauben, halt, was der Herausgeber behauptet. Genau, also zum Beispiel bei Google Chrome versucht man schon sehr lange herauszufinden, was für Daten eigentlich Google Chrome sammelt. Also Google hat ja sowieso schon ein enormes Netzwerk, weil jeder irgendwie die Google-Suchmaschine benutzt. Aber Google Chrome ist ja auch der mit Abstand meistverbreitetste Browser. Und da ist man sich immer noch nicht sicher, welche Daten da eigentlich mitgeschnitten werden. Die besuchten Webseiten, die Verweildauer, genau welche Klicks und so weiter. Aber man kann es halt nicht überprüfen, weil Google Chrome eben nicht Open Source ist. Hier gibt es nochmal eine Nachfrage, passend halt zu unserem Thema Add-ons und dem vorherigen Thema VPN. Es gibt ein Add-on, das heißt Anonymox, genau, für Firefox. Und das Add-on bietet an, einfaches anonymes Surfen über eine Änderung der IP-Adresse und des Landes. Kennst du dieses Add-on, Anonymox? Nee, kenne ich persönlich nicht. Wir stellen die Proxys, keine externen Proxys oder sonstige Programme nötig. Kenne ich nicht, ist mir jetzt auch nicht auf die Schnelle auch nicht klar, was die machen, ob die einfach nur einen Browser bereitstellen, ob die einfach nur eine Proxy bereitstellen sozusagen
oder vielleicht sogar ein VPN. Ja, würde ich eher von sowas Abstand halten, weil es gibt eben sehr, sehr viele Anbieter, die sowas bereitstellen. Und tatsächlich die meisten, die sowas bereitstellen, haben im Hinterkopf, dass sie Daten sammeln. Ja, scheint zumindest mal ein deutsches Unternehmen zu sein mit guten Bewertungen. Könnte ich mir nochmal anschauen, ja, was da genau dahinter steckt und was auch für ein Unternehmen ist, diese Anonymox GmbH, was die eigentlich machen. Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, einfach zu gucken, der es programmiert, der es herausgibt, halt, was hat der eventuell für Eigeninteressen. Also wenn es eine Community ist, Mozilla Foundation kennt inzwischen jeder, ist eine Stiftung. Bei Signal genau das Gleiche, da hat man auch in eine Stiftung überführt, halt, die haben kein lukratives, also sprich kein kommerzielles Interesse daran, halt mit den Daten weiterzuarbeiten. Ja, halt. Vielleicht noch andere Geschäftsfelder halt hat, dann könnte sich da eine Interessenkollision ergeben. Also insofern danke dir nochmal Ja. alles für den Tipp. Einfach gucken, wer gibt das heraus, was hat er vielleicht für Interessen. Genau, ja. Und hier sehe ich gerade, es ist anscheinend ein Proxy. Also wahrscheinlich, also ein Proxy funktioniert ähnlich wie ein VPN, ist aber an sich und hat ein paar Nachteile im Vergleich zum VPN, hauptsächlich weil der Internetverkehr nur umgeleitet wird über einen Zwischenserver, aber der nicht verschlüsselt ist. Also beim VPN habe ich ja einen Vorteil, dass mein Internetanbieter kann nicht reinschauen, was ich eigentlich mache, weil es so ein verschlüsselter Tunnel ist. Und bei einem Proxy wird mein Internetverkehr nur umgeleitet, aber er wird nicht verschlüsselt. Das heißt, mein Internetanbieter kann da potenziell reinschauen und der Proxy, über den es umgeleitet wird, der sieht auch noch, was ich eigentlich mache. Also hat man jetzt potenziell nur noch einen zusätzlichen Mittelsmann, der hineinschnuppern kann, was ich eigentlich mache. Genau, also von dem her würde ich eher Abstand nehmen. Ich weiß nicht, was das Add-on noch macht, aber Genau. mit einem Add-on wie uBlock Origin ist man da schon mit am besten aufgestellt, weil das eben schon sehr, sehr vieles blockiert und sehr, sehr vieles übernimmt, was verschiedene andere Plugins auch teilweise machen. Ja, das war nochmal ein guter Hinweis. Dankeschön nochmal für den Tipp. Halt, wenn es ein Proxy ist, dann muss man dem vertrauen, der den Proxy betreibt, weil der natürlich Genau. die Daten weiterleitet, also insofern auch mitlesen, mitschneiden kann. Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel, was hast du noch? Was sollen wir Ja, das? also wir waren jetzt bei Technologie 2 von 3. Also wir haben es ja als erstes mit IP-Adressen auseinandergesetzt. Jetzt sind wir mit Cookies fertig. Und jetzt hätte ich noch eine dritte Technologie, das Browser Fingerprinting auf Lager. Kann ich gerne kurz anschneiden, ist aber sowieso nicht besonders lang. Deswegen können wir das gerne ein bisschen kürzer machen. Ja. Okay, also Browser Fingerprinting ist eine ziemlich neue Technologie, mit der man im Internet getrackt wird und auch eine sehr, sehr gefährliche oder furchterregende. Warum? Na, aus dem Grund, wir haben es gelernt, wir können uns gegen das Tracking durch eine IP-Adresse wehren, ganz einfach, indem wir ein VPN oder Tor benutzen. Wir können uns gegen Cookies wehren, indem wir einfach die Cookies löschen oder diese von vornherein blockieren. Aber gegen Browser Fingerprinting kann man sich tatsächlich nicht so einfach wehren, nicht einfach so. Und zwar, was das Browser Fingerprinting macht, ist, dass wenn ich eine Webseite aufrufe, dann erhält diese Webseite ganz viele Informationen über mich, ganz viele kleine Informationen. Also die Webseite erkennt zum Beispiel, was für einen Browser ich benutze. Also nicht nur, dass ich Firefox benutze, sondern auch genau welche Version. Dann erkennt es, welche Sprache ich bei Firefox eingestellt habe. Dann erkennt es, was für eine Zeitzone ich habe. Dann erkennt es, welche Fonts, welche Schriftarten ich installiert habe. Und dann erkennt es noch hunderte andere kleine Details über mich. Also das kann man sich nicht vorstellen, aber aus diesen hunderten Details, diesen winzigen Details wie der Zeitzone und so weiter, kann eben ein Fingerabdruck von mir erstellt werden, der in den meisten Fällen sogar auf mich zurückverfolgbar ist, weil eben so viele verschiedene Faktoren damit einspielen. Und es geht sogar so weit, dass in den letzten Jahren ist das sogenannte Canvas Fingerprinting immer mehr im Kommen. Und Canvas Fingerprinting heißt, dass im Hintergrund, also wenn ich eine Webseite aufrufe, wird im Hintergrund eine Grafik geladen, eine Mini-Grafik, die sehe ich gar nicht, die wird irgendwo versteckt geladen. Und je nachdem, was für ein Betriebssystem und was für ein Browser und was für eine Grafikkarte ich habe, wird diese Grafik leicht unterschiedlich geladen.
Und je nachdem, ob die unterschiedlich geladen dargestellt wird, kann darüber sogar ein komplett eigener Fingerabdruck schon über mich erstellt werden. Genau, das ist Browser Fingerprinting. Da gibt es auch ein, zwei Webseiten, wo man das mal bei sich selber nachprüfen kann. Müssen wir jetzt aber auch nicht machen, weil wir sind ja schon relativ, relativ eng in der Zeit. Aber irgendwie genau, weil, ja. Kennst du das Add-on Lightbeam? Weil damit kann man relativ gut zeigen bei Firefox, dass eine Internetseite halt immer Daten von anderen Servern lädt. Und natürlich auch mit diesen Servern halt Daten austauscht. Das habe ich schon mal bei ein, zwei Vorträgen halt eingesetzt, um einfach zu zeigen, dass eine Internetseite nicht eine Seite ist wie, ich sag mal, ein Word-Dokument, wo ich halt selber was reinstelle, sondern halt das Internet funktioniert so, dass die Seite halt sich Daten zieht, genau, von ganz vielen anderen Seiten. Und das ist ein schönes Bild. Dann merkt man halt erst, dass eine Internetseite eigentlich ein lebendiger Organismus ist, wo ganz, ganz viele Elemente mit reinspielen. Und das zeigt aber auch halt, dass darüber dann auch bestimmte Sachen abfließen können, also Daten gespeichert werden können, oder aber auch, also ich nutze im Lightbeam meistens halt, wenn ich zeigen will, halt wie Viren verbreitet werden. Eine Seite lädt ja von anderen Quellen halt Daten nach. Und das halt, da ist dieses Add-on Lightbeam halt ein sehr gutes Mittel, halt das mal zu zeigen. Aber zum Fingerprinting zurückzukommen, also eine Internetseite ist nicht wie ein Word-Dokument, sondern die erkennt halt auch auf welchem Gerät bin ich. Klassisches Beispiel, auf einem Handy sieht eine Internetseite anders aus als auf dem Laptop. Ja, und genau, also was Lightbeam aus meiner Sicht hier macht, dass sie das Gleiche machen, was wir uns vorher noch angeschaut haben. Ja. Also hier bei den ist ja natürlich ein bisschen schöner dargestellt und einfacher, aber hier wenn wir die Seite inspizieren, wenn ich hier sage Rechtsklick und dann Element untersuchen, heißt es hier bei Firefox. Okay. Und dann heißt es hier Debugger, also ist ein bisschen versteckt, dann wird hier im Prinzip genau das Gleiche angezeigt. Also welche anderen Seiten hier im Hintergrund kontaktiert werden. Ja. Genau, danke schön. Kam eben auch auf, halt, es gibt also auch die zwei Möglichkeiten, sich das anzeigen zu lassen, was gerade die Internetseite macht, auf der ich mich bewege. Aber jetzt gerne zurück zu deinem Fingerprinting, halt, weil das passt bei mir gerade rein, halt, weil eine Internetseite ist statisch ist. Eine Internetseite ist eigentlich quasi ein lebendiger Organismus, wo viele, viele Rechner, wo viele, viele Daten ausgetauscht werden. Ja, genau. Ich kann doch noch mal kurz das Beispiel zeigen für das Browser Fingerprinting. Es gibt eine Seite, die verlinke ich Ihnen auch noch, von EFF, der Electronic Frontier Foundation, die setzt sich für Privatsphäre ein. Und die hat eine Seite, auf der sie testen, welche Informationen man eigentlich über seinen Browser erfahren kann. Und das ist ganz interessant, weil man eben selber mal das an seinem eigenen Beispiel erfährt, was eigentlich die Informationen von sich selber sind, die man sozusagen jeder einzelnen Webseite preisgibt. Und der braucht hier ein bisschen, aber ich glaube, der sollte gleich fertig sein. Genau, meine Ergebnisse. Ich habe ein einzigartiges Ergebnis, sagen Sie hier, von über 270.000 getesteten anderen Personen. Und hier unten, genau, hier sieht man dann, welche Informationen unter anderem ausgelesen werden. Also hier wird zum Beispiel ausgelesen, ich habe Mozilla 5.0, ich habe Linux hier irgendwas. Ich habe die und die Gecko-Version und dann wird hier die HTTP, irgendwelche Header-Informationen, die auch individuell sein können. Hier steht noch, dass ich DE und EN installiert habe. Also ich habe meinen Firefox sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es viele andere haben. Dann noch weitere Browser-Charakteristiken, die Plugins kann er anscheinend nicht auslesen. Das liegt vielleicht daran, dass ich schon in Firefox bestimmte Sachen blockiere. Weil wir erinnern uns ja daran, dass wir bei Firefox, bei den Privatsphäre-Einstellungen, haben wir hier unten gesagt, dass Fingerprinter geblockt werden. Also blockiert das Fingerprinting nicht komplett, aber das hat schon ein paar Vorteile. Und da gibt es noch ganz viel mehr Sachen, also zum Beispiel die Zeitzone wird ausgelesen, genau, welche Zeitzone es ist, Berlin, dann welche Bildschirmauflösung es ist, welche Framerate der Bildschirm hat, welche Fonts hier installiert sind, das ist auch sehr, sehr individuell. Sind Cookies erlaubt?
Super-Cookies getestet, was für ein Hash, was für ein Canvas-Fingerprinting habe ich, das ist, was ich vorhin gemeint habe, wo so eine Grafik gezeigt wird, dann nochmal verschiedene Fingerprinting, sind irgendwelche Header enabled, genau, also welche Plattform, also es sind ganz viele, welche Audio-Fingerprinting kann man auch machen, das sind so ganz viele kleine Informationen, die zu einem übergreifenden Fingerprinting zusammengefügt werden. Und das ist nicht nur das kann man sich jetzt so ein bisschen schwierig vorstellen, aber das wird wirklich von Tracking-Unternehmen eingesetzt. Also ich habe mir letztens ein Website-Analyse-Tool angeschaut, das heißt Visitor Analytics. Das ist ein bisschen besser als Google Analytics, mit dem man seine Website-Besucher tracken kann. Das kann man sich für 5 € im Monat kann man sich das kaufen. Und dieses Website-Analyse-Tool, das setzt auch auf Browser-Fingerprinting. Also da muss man kein Programmierer für sein, sondern muss sich nur ein Tool holen können für ein paar Euro und kann von dieser Technologie schon Gebrauch machen. Genau, das war zum Browser-Fingerprint. Aber ja. Ich gehe mal davon aus, Alex, dass diese Link-Tipps, dass die alle in deinem Handout erscheinen. Also insofern nochmal der Hinweis, schickt mir eine Mail, g.steinke@digitalkompass.de. Dann werde ich euch die Tipps weitergeben von Alexander Bett. Und ich habe keinen Zugriff auf eure Mailadressen halt, mit der ihr euch jetzt hier gerade eingewählt habt. Also insofern, das ist bei uns auch Datenschutz beim Digitalkompass. Ich kann leider das nicht auslesen, wenn ihr mir schreibt, schickt mir das bitte, bitte macht mal umgekehrt. Ihr schreibt mir einfach eine Mail und ich antworte euch mit dem Handout vom Alexander. So machen wir das, weil das ist auch nochmal eine schöne Seite, um sich klar zu machen, halt, was alles für Daten erhoben werden. Es ist ja historisch gewachsen, denn die ersten Browser halt, die waren noch ganz rudimentär. Und dann hat man natürlich geguckt, so der Browser sollte sich ja auch dem Bildschirm anpassen. So, deswegen braucht so ein Browser halt eine Kenntnis darüber, was für einen Bildschirm nutzt du. Das hast du ja gerade gezeigt, für Bildschirmauflösung zum Beispiel. Aber da kann man natürlich ganz viel rauslesen, weil wenn ich eine Bildschirmauflösung nehme, halt, die etwas größer ist, sage ich mal halt, dann kann man rauslesen, aha, vielleicht sind deine Augen nicht mehr ganz so gut, zum Beispiel. Oder du nutzt Linux. Okay, wenn ich dir jetzt irgendeinen Trojaner unterjubeln möchte, halt, dann brauche ich schon mal einen, halt, der auch auf Linux läuft. Also das sind alle, das ist natürlich zusätzlich. Kann man ja mit was mit anfangen. Ja, genau. Also im Tracking wird es halt erstmal nur dafür genutzt, dass man alle diese Informationen zu einem individuellen Fingerabdruck zusammenfügt. Also da wird sozusagen gesagt, gibt es auf der ganzen Welt jemanden, der genau die gleichen Einstellungen hat wie du? Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass es jemanden gibt, der genau die gleichen Einstellungen hat wie ich. Und also angefangen von der Zeitzone bis zu den Sprachen, bis zu den Schriftarten, bis zu einem Canvas-Fingerprinting und so weiter. Genau, also das ist so zum kleinen Abriss, kleiner Exkurs zum Browser-Fingerprinting. Und ja, hier habe ich, der Formhalter habe ich auch eine Folie eingefügt, wie wehren sie sich dagegen, aber da kommt leider gar nicht mehr so wirklich was hinterher, sondern man wehrt sich eben, also es ist eben sehr, sehr schwierig, sich dagegen zu wehren. Man kann Plugins installieren, die Zeitzone ändern und so weiter oder den User Agent ändern, was irgendwie helfen kann, aber es ist wirklich ziemlich schwierig, sich dagegen zu wehren. Abgesehen davon, dass man eben diese Browser-Einstellung aktivieren sollte, weil wenn ich bei Firefox die Einstellung aktiviere, dann werden in der Regel bekannte Anbieter gleich blockiert, die sowas anbieten. Genau. Aber auf der anderen Seite ist Browser-Fingerprinting, sage ich mal, man kann mit Browser-Fingerprinting nicht ganz so viel machen wie mit Cookies, würde ich sagen, weil Cookies eben immer auf meinem Gerät verbleiben und weil Cookies sich auch nicht ändern. Also wenn ich jetzt mit meinem Laptop, wenn ich da jetzt irgendwas Neues installiere und so weiter und ich habe vielleicht sogar einen neuen Bildschirm und so, dann oder gehe in einen anderen Standort, schließe was Neues an, dann ändert sich potenziell mein Fingerprint, aber die Cookies ändern sich eben nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, dass ihr euch den Cookies annehmt. Genau, das ist, da waren wir gerade drauf, das war auch schon soweit meine Präsentation zum Thema, wie wird man im Internet getrackt und wie kann man sich gegen die drei Möglichkeiten am besten wehren.